Let's go. Okay, ich muss hier an dem Magierturm sogar vorbei. Probably. Und ja, die Leibeigenen dorthin bringen. Und was ich machen sollte... sind die Schnellspeicherstände mal löschen. So. Adaklar macht uns ein Angebot. Stiefel aus Bärenlager. Ah, direkt neben denen. Really? Was passiert, wenn wir hier an den Turm kommen? Nichts scheinbar. Oh, große Vorhox. Into pieces. So, jetzt kann ich eigentlich Eile lernen. What? Gut, man merkt, große Woroks sind schon starke Gegner. Das ist die Höhle. Das heißt, wir gucken mal, was für Untote wir hier aus den Gruften kriegen könnten. Probably. Dann können wir nämlich das Vorok-Lager mit Untoten überrennen. Immer und immer wieder. Yes. Let's go. Really? Us? Let's go. Ja, hier gibt es viele Untote, die wir uns holen können. Vor allem starke Untote auch. Ich kann leider den Zauber nicht auch direkt auf die Spawn-Gebäude setzen. Aber wie man sieht, die Jungs spawnen immer wieder nach. Das heißt, ich kann mir hier jetzt eine schöne Armee zusammenstellen.
Und die benutzen für die Aufgaben hier. Vor allem, weil Zombies ja ziemlich stark sind. Vor allem in so einer Masse, wie ich sie hier haben kann. So, die Orks sind schon wieder hier. What? Das heißt, ich maintaine mal diese kleine Ork-Armee hier. Während ich meine Armee hier immer mehr zudröhne. Mit untoten Truppen. Oh, ich habe aus Versehen die Gruft kaputt gemacht. Ah. Aber ja, so kommt man kostenlos an Truppen. Und ja, ich kann auch die ganzen Zombies verwenden, um hier die Wolfsgrube platt zu machen. Man sieht, ich habe 3 Trupps Zombies. 4 Trupps Zombies sogar. Und 2 kleine Skeletttruppen. Dagegen haben die Woroks, selbst wenn sie sonderlich stark sind, eigentlich auch keine so große Chance. Weil das Gift von den Zombies, das haut halt auch rein. My troops are under attack. Wie man sieht. We are under attack. Also eine richtige Untotenarmee ist natürlich was anderes als nur 2-3 Trüppchen. Ich darf halt nicht meine Untoten mit den Orks kreuzen, weil die Orks nichts etwas gegen Untote haben. Meine Orks brauche ich halt, da ich keine Briganten mehr habe, um mit den beiden Orkstädten zu kommunizieren. Und ja, für Matavir werde ich auch nochmal extra was brauchen, weil die Orks können nicht nach Matavir rein. Deswegen ist es ein bisschen ärgerlich, dass ich die Briganten verloren habe. Das wäre nämlich nur ein Trupp gewesen.
mit dem man halt alles machen könnte, aber es gibt halt keinerlei Brigantenlager hier auf der Map. Also Söldnerlager, wo ich Briganten anheuern könnte. Ja, Zombies. Mal weiter hier rüber. Ich möchte nur die Zombies. Die Skelette können mal ein bisschen wegschlafen. Ja, viel zu viel Fernkampf gerade. Das war aber der letzte Trupp. Angreifende Wölfe. Ja, und ich kann da auch nichts beschwören. Ja, ich kann hier seitlich an dem an der Stadt vorbeilaufen. Ich kann nur nicht in die Stadt reinlaufen. Let's go. Also ich sollte nicht zu den Orks direkt vor der Stadt gehen. Ring aus Warrock-Lager. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Da ist also noch ein Warrock-Lager im Weg. Also ich lasse meine Untoten die Arbeit machen. Ihr seht, wie stark das jetzt ist. Der Bär hängt mal wieder fest. Das ist zwar gemein jetzt, aber...
ist aber auch nur halb gemein, weil er die Hälfte meiner Zombies gegen den Berg schießt. Ihr seht aber, wie viel Schaden das anrichtet, oder? Ja, das ist jetzt der spaßige Teil dieser Mission.